Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute spreche ich darüber, was ich im Lesemonat September gelesen habe. Das erste Buch, was ich noch in meinem Urlaub Ende August angefangen habe, war Strandgut von Benjamin Kors oder Benjamin Kors, ich weiß es nicht genau. Das ist im DAV Krimi Verlag erschienen, war also ein Hörbuch mit einer Laufzeit von 16 Stunden und 26 Minuten aus dem Jahr 2015. Gesprochen wurde es von Sascha Rotermund, der ist ziemlich bekannt, der hat 371 Ergebnisse auf Audible und er hat es auch wie immer super gemacht. Der Personenschützer Nicolas, der aufgrund eines Traumas beim öffentlichen Auftritt seinen Schützling, einen wichtigen Minister, in Gefahr wähnt und verletzt, wird in seine alte Heimat, den idyllischen Badeort Deauville in der Normandie, strafversetzt. Dort soll er eigentlich nur beratend bei der Polizei tätig werden, da dort bald ein wichtiger Politikgipfel stattfindet. Als dann aber an seinem ersten Tag im Dienst eine abgetrennte Hand angespült wird, ermittelt er mit. Das war solide bis belanglos. Auf verschiedenen Zeitebenen werden Bruchstücke von Geschichten erzählt, die später ein großes Ganzes ergeben, bis dahin aber verwirren. Es war außerdem gespickt mit unpassendem Humor, zum Beispiel diverse Karlauer über die abgetrennte Hand und die Entourage war größtenteils männlich. Wenn man dann noch dazu nimmt, dass der oder die Leserin nicht auf die Auflösung kommen kann, recht viel Action für einen Krimi dazu zählt und das Ganze mit einem typisch kaputten Protagonisten mit Trauma aus der Vergangenheit spickt, hat man eine Mischung, die nichts für mich war. Würde ich eher in die Schiene Action-Krimi für Männer zählen. Diese Reihe hat mittlerweile 7 Bände, aber ich werde sie nicht weiterverfolgen. Von mir 2 Sterne. Das nächste Hörbuch, zu dem ich gegriffen habe, war Stalking Jack the Ripper von Carrie Maniscalco. Das ist eigentlich bei Piper erschienen. Ich habe die Bücherbüchse-Ausgabe mit 460 Seiten aus dem Jahr 2023, habe sie aber über Libby, also über die Bücherei, ausgeliehen auf Englisch. Da ist es erschienen bei Hachette Audio mit einer Laufzeit von 9 Stunden 27 Minuten aus dem Jahr 2016. Und im Buch war auch nochmal so ein Bonuskapitel aus Thomas Cresswells Sicht und Bilder im Buch, beziehungsweise es gab dann wohl zu dem englischen Hörbuch auch theoretisch noch ein PDF, aber das konnte ich jetzt nicht entdecken in der App. Insofern war ich sehr, sehr froh, dass ich dann die Zusatzausgabe quasi hatte oder diese Sonderausgabe. Das ist ein Titel von 12 für 2024 gewesen. Gelesen wurde das Ganze von Nicola Barber, die hat 181 Ergebnisse auf Audible und die hatte einen ganz wunderbaren englischen Akzent. Das Englisch war für mich gut zu verstehen, nicht allzu viele komplizierte Begriffe oder ähnliches. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, dass es mir gut gefallen hat, nachdem die Kingdom of the Wicked-Reihe von derselben Autorin damals ja für mich total gefloppt ist. Die Protagonistin Audrey Rose ist in der falschen Zeit geboren. Als Frau im viktorianischen Zeitalter ist eigentlich nicht daran zu denken, Medizin bzw. Forensik zu studieren. Gut, dass ihr Onkel ihr trotzdem viel beibringt. Dort lernt sie auch Thomas Cresswell kennen, den anderen Auszubildenden ihres Onkels. Bis Jack the Ripper sein grausiges Werk beginnt und Audrey Rose mit dem sie heftig anflirtenden Thomas ermittelt und dabei selbst in Gefahr gerät. Ich fand es wirklich gut erzählt, mit Fokus auf dem Fall, Audrey Roses Erwachsenwerden und ihren ersten Schritten, sich zu behaupten und für ihre Interessen zu kämpfen. Der romantische Aspekt bleibt angenehm im Hintergrund, obwohl Thomas heftig baggert. Audrey Rose war eine sehr gefällige Protagonistin, mit der man mitfiebert und hofft, dass sie sich durchsetzen kann oder durchzusetzen lernt, auch wenn die damalige Gesellschaft gegen sie ist. Im zweiten Band wird sie in einer Art Dracula-Fall ermitteln und ich bin sehr gespannt darauf. Von mir hierfür 4 Sterne. Das erste Buch, was ich beendet habe im September, war Spanish Love Deception von Elena Armas. Das ist im Everlove Verlag erschienen mit 541 Seiten aus dem Jahr 2022. Und auch das war ein 12 für 2024 Titel und damit habe ich alle Ursprungs 12 plus 1, also ich hatte ja 12 bzw. 13 eigentlich mir auf den Stapel gelegt, habe ich damit erledigt. Lina kommt aus Spanien, arbeitet aber seit Jahren in New York, wo sie einen Kollegen auf der Arbeit absolut nicht ausstehen kann. Aaron. Ausgerechnet der bietet ihr nun aber an, sie als Date zur Hochzeit ihrer Schwester mit dem Bruder ihres Ex-Freundes nach Spanien zu begleiten, nachdem er ein Gespräch darüber mitgehört hat. Lina sträubt sich, sieht aber schlussendlich keine andere Möglichkeit, um nicht schon wieder mitleidige Blicke von ihrer Familie zu erhalten und vor ihrem Ex dumm dazustehen. Und Aaron stellt sich auf einmal als deutlich netter und heißer heraus, als Lina bisher dachte. Zwischen arrogantem Ex-Freund, grenzüberschreitender Familie und einer immer größer werdenden Anziehungskraft müssen Lina und Aaron ihre Fassade aufrechterhalten und ihren Weg zwischen Vorspielen und echten Gefühlen finden. Mit einigen Missverständnissen und super vielen Tropes. Enemies to lovers, one bed, fake dating, he falls first and harder, miscommunication, office romance, wahrscheinlich habe ich noch 5 vergessen. Hätte es über 500 Seiten für eine Liebesgeschichte gebraucht? Nein. Oder nope, wie hier so oft nicht übersetzt wurde. Ich mag das Wort einfach null und verstehe nicht, warum nicht einfach nee oder nö draus gemacht wird. Schließlich haben wir dafür im Deutschen ja
die Begriffe dafür, aber naja, das nur am Rande. Ich wurde super unterhalten, es gab eine tolle Anziehungskraft zwischen den beiden und ich fand auch Lina als Charakter durchaus liebenswert, das ging wohl nicht allen so. Alles dauert ein bisschen länger und ich fand auch schade, dass Lina und Aaron gar nicht so viel miteinander geredet haben, beziehungsweise sich so richtig kennengelernt haben, sondern so viel miteinander rumgeschmust oder sich gekabbelt haben, aber so richtig ernsthafte Gespräche über Ansichten, Lebenspläne oder ähnliches war eigentlich nicht so wirklich dabei. Außerdem ist das letzte Drittel furchtbar im Kitsch versunken und auch einige Formulierungen in den Sexszenen haben mich zum Auflachen gebracht. Nichtsdestotrotz hat es mich gut unterhalten und ich gebe daher 4 Sterne. Als nächstes habe ich gehört Let's Be Free von Nicole Böhm und Annabelle Steel. Das ist bei Harper Audio erschienen mit einer Laufzeit von 9 Stunden 34 Minuten aus dem Jahr 2024, also ganz frisch erschienen. Gelesen wurde es wieder von Pia Rone Sachse, Vincent Fellow, Nina Carissima Schönrock und Henrike Tönnies, die hier auch eine tolle Danksagung hinterlassen haben für die Autorinnen, in der sie die Parallelen zwischen der New York WG und ihnen selbst quasi aufgezeigt haben. Haben alle wieder super gelesen und ließen sich gut voneinander unterscheiden. Auch sonst hat es mir sehr gefallen, wieder zu unseren 4 jungen Freunden nach New York zurückzukehren und eine Reihe abzuschließen vor allen Dingen auch. Wir erleben Höhen und Tiefen mit unseren 4 ProtagonistInnen Ari, Shay, Evie und Tyler, die ihre Träume in New York in ihren ersten Jobs verfolgen. Auch dieses Mal gab es so einige private Probleme und Herausforderungen zu bewältigen. Von Stalkern über obsessives Bodybuilding, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz bis hin zu sich eingestehen, dass der erhoffte Traumjob doch nicht der richtige für einen ist. Es hat Spaß gemacht und war ein guter Abschluss der Trilogie. Witzigerweise hatte das Buch einen kleinen Bezug zu Marie Gassoffs Food Universe Reihe, denn eine der Protagonistin hat eine Portion Magic Fries gegessen und davon sehr geschwärmt. Grassoff und Steel haben nämlich einen gemeinsamen Podcast. Von mir hierfür 4 Sterne. Dann habe ich spontan etwas ausgeliehen, was ich dann aber abgebrochen habe, und zwar Das Glück hat 8 Arme von Shelby van Pelt aus dem Argon Verlag mit 11 Stunden 34 Minuten Laufzeit aus dem Jahr 2022. Es wurde in irgendeinem Podcast empfohlen. Ich habe einfach keinen Zugang gefunden zu den Charakteren. Ich fand den Oktopus unglaubwürdig und habe auch keinen Konflikt gesehen. Also es hat mich total gelangweilt und ich habe es deswegen dann, ja, nach so 10-15%, weiß ich nicht mehr genau, dann abgebrochen. Da geht es irgendwie um eine Frau, die einen Job in einem Aquarium hat und dann gibt es einen sehr, sehr intelligenten Oktopus, der ihr bei irgendwelchen Problemen hilft. Ihr Sohn ist auch irgendwie vor etlichen Jahren verschwunden und dann gibt es noch einen anderen Charakter, der, habe ich noch nicht so ganz verstanden, wer er jetzt ist, irgendein Typi. Nee, es war, wie gesagt, ich habe mich gelangweilt und habe es dann abgebrochen. Nicht abgebrochen habe ich allerdings All the Tides of Faith von Adeline Grace. Das war ein Macmillan Audio Hörbuch auf Englisch mit einer Laufzeit von 10 Stunden und 33 Minuten aus dem Jahr 2021. Gelesen von Natalie Nordes, die hat 335 Ergebnisse und sie hat aber Band 1 nicht gelesen und hat eine Person ohne Akzent gelesen, die aber im ersten Band richtig cool mit so einem, ich kann es gar nicht beschreiben, was für ein Akzent es war, aber es passt einfach total zu der Person und das hat jetzt im zweiten Band komplett gefehlt und im ersten Band hatte mir das so gut gefallen und ja, das fand ich dann super enttäuschend irgendwie. Ansonsten hat sie aber gut gelesen, so war es jetzt nicht. Zweiter Teil der Dilogie, die ich letzten Monat im Piratensommer angefangen habe. Ich wollte die Reihe dann ganz gerne direkt beenden. Amora ist seit Ereignissen aus dem Vorgänger mit einem Fluch belastet, der ihr ihre Seelenmagie geraubt hat. Da sie sich als künftige Königin und Herrscherin über ihr Reich aber durchsetzen muss, versucht sie krampfhaft die Fassade aufrechtzuerhalten und den Fluch zu brechen. Unter dem Deckmantel der Bräutigamsuche segelt sie mit ihrer alten Crew quer durch ihr Königreich, setzt sich Mordanschlägen aus und hört sich Ideen aus ihrem Volk an, in der Hoffnung, eine Lösung zu finden, um ihre Magie zurückzuerhalten. Aber was wird es sie kosten? Das Ende wartete noch mit einem guten Twist auf, den ich nicht hab kommen sehen. Zwar kam dieser ein bisschen abrupt, war aber gut. Ansonsten hätte es aus meiner Sicht diesen zweiten Teil nicht unbedingt gebraucht, aber Amora ist auf jeden Fall gewachsen und stand vor schwierigen moralischen Entscheidungen. Dieses Mal kam mir der Erziehstil auch nicht mehr so sprunghaft vor, oder ich habe vielleicht besser aufgepasst, ich weiß nicht was von beiden. Jedenfalls bekommt dieser Band von mir 4 Sterne. Dann habe ich zu einem Titel gegriffen, der ja so ein bisschen Cozy Crime mäßig ist, und zwar Rosenkohl und Tote Beete von Mona Nicolai. Das ist im Argon Verlag erschienen, hat eine Laufzeit von 8 Stunden 14 Minuten aus dem Jahr 2022. Denn ich möchte Band 2 mit meiner Schwester hören auf der Fahrt hin und oder zurück zur Frankfurter Buchmesse. Und ja, das war ihre Idee für was Kurzweiliges und deswegen musste ich jetzt den ersten Band noch schnell hören, den sie dann schon ja gelesen hatte. Gelesen wurde das von Uwe Teschner, der hat 648 Ergebnisse auf Audible und hat wie immer toll gelesen, hat einfach eine super angenehme Stimme. Hat er gut gemacht. Mord im Kleingartenverein. Als Caro und ihr Mann Eike ihren Schrebergarten übergeben bekommen, stoßen sie im ersten Beet auf den früheren Besitzer. Der wurde ermordet und sein ehemals bester Freund und Vorsitzender des Vereins, der ehemalige Polizist Manne, gerät unter Verdacht. Caro und Manne ermitteln und versuchen, Manne zu entlasten und herauszufinden, warum sich das Opfer in seinen letzten Lebensmonaten so verändert hat. Denn Caros Social-Media-Halbtagsjob füllt sie so gar nicht aus und Manne ist nur wegen einer Netzhautablösung frühpensioniert.
Es wurde an einigen Stellen echt gut aufgezeigt, wie wenig Befugnisse und Infos Privatermittelnde im Vergleich zur Polizei haben und wann sich auch Ex-KollegInnen von Mannes strafbar machen würden. Das fand ich richtig gut, weil sonst schnell die Plausibilität leidet. Trotzdem macht die Ermittlungsarbeit der beiden echt Spaß und sie ergänzen sich richtig gut. Zum Ende hin wurde es auch nochmal echt bedrohlich für die Ermittelnden. Es wäre sicher noch lustiger gewesen, wenn ich selbst Schrebergartenerfahrung hätte, aber so war es insgesamt mal, ja, ganz nett für zwischendurch, solide Cozy-Crime-Unterhaltung, von mir 3 Sterne. Dann habe ich zu Icebreaker von Hannah Grace gegriffen. Das ist im Lux Verlag erschienen mit 560 Seiten aus dem Jahr 2023. Und Leute, was soll ich sagen? Das war im Wesentlichen ein Porno. Es gibt besonders in der ersten Hälfte eigentlich keine Handlung, geschweige denn, ja, einen gescheiten Konflikt, aber es wird zu allen möglichen und unmöglichen Zeiten ge... Es ist allerdings ein cozy Wohlfühlroman im Sinne von Found Family, überaus reifer Kommunikation bei Problemen und einer Mega-Beziehung inklusive besten Sex der Welt von Anfang an. Durchaus, ja, irgendwie heilsam, wie gut und respektvoll sich die Protagonistinnen umeinander kümmern. Wir begleiten Eishockeyspieler Nate und Eiskunstläuferin Stacy dabei, wie sie sich begegnen und nach ineinander verlieben und wie sie vor emotionale Herausforderungen gestellt reagieren. Eingebaute Tropes sind unter anderem Found Family, das sind nämlich Nates Teamkollegen, He Falls Harder, Grumpy Meets Sunshine. Es geht aber auch um etliche triggernde Themen. Im Zentrum des Ganzen ist eine toxische Freundschaft, die Anastasia das Leben schwer macht. Insgesamt okay. Es gab einige Kritikpunkte für mich. Zum Beispiel war alles zu perfekt. Es gab wenig plausible Konflikte, beziehungsweise insgesamt wenig Handlung neben den Sexszenen. Die wiederum waren manchmal sehr cringe, was den Dirty Talk anging. Wer wird schon gerne beim Sex für den Akt gelobt und auf feuchte Bereitschaft mit alles für mich hingewiesen? Aber ich habe es insgesamt nicht ungern gelesen. Es waren für mich 3 Sterne. Nachdem ich 8000 Wochen auf der Vormerkerliste für Air Awoken von Elise Kova stand, bin ich jetzt endlich durchgekommen und habe das Ganze gehört. Ich habe das Buch eigentlich als haptisches Buch im Regal stehen, vom Carlsen Verlag, 430 Seiten aus dem Jahr 2022. Habe es dann aber als deutsches Hörbuch über die Bücherei ausgeliehen. Das ist produziert worden im Silberfisch Audio Verlag. 11 Stunden, 42 Minuten ist die Laufzeit, aus dem Jahr 2022 auch. Gelesen wurde es von Yara Blümel, die hat 230 Ergebnisse auf Audible, hat an sich auch gut gelesen und durchaus eine angenehme Stimme, aber ich persönlich mochte ihre Stimmfarbe nicht so gerne. Das hier ist ein klassischer Fall von Büchereien sammeln, von denen man nicht mal weiß, ob sie einem gefallen, denn der neueste Band ist diesen Monat bei mir eingezogen. Zum Glück hat mir dieser erste Band der Reihe aber echt gut gefallen, also ich habe jetzt, wie gesagt, 5 Stück oder so ungelesen jetzt im Regal stehen, aber zumindest habe ich jetzt den ersten Band gelesen und gemocht. Es ist ziemlich klassische Fantasy mit einer auserwählten, bzw. Romantasy, da die Protagonistin an jemanden gebunden ist und zwischen den beiden eine tiefe Verbundenheit entsteht. Aber einmal von vorne. Valla ist Elevin der Bibliothek am kaiserlichen Hof, an dem von den Magiern nur hinter vorgehaltener Hand getuschelt wird. Als sich herausstellt, dass in Valla Windmagie schlummert, die schon seit über 100 Jahren nicht mehr praktiziert wird, steht sie vor der schwierigsten Entscheidung ihres Lebens. Soll sie Magierin werden und ihr liebgewonnenes Leben hinter sich lassen oder sich ausbrennen lassen und diese große Chance für das Kaiserreich, das sich im Krieg befindet, ungenutzt verstreichen lassen? Parallel versinkt die junge Studentin im Gefühlschaos, denn nicht nur ihr langjähriger Freund möchte sie als Braut gewinnen, auch beide Prinzen des Reichs zeigen Interesse. Aber für mich zum Glück gibt es kein Liebesdreieck. Es war einfach eine gut erzählte, vielschichtige Geschichte mit ProtagonistInnen, mit denen ich mitfühlen konnte und von denen ich gerne erfahren möchte, wo es sie auf ihrem Lebensweg noch so hin verschlägt. Ganz schön was los auf diesen wenigen Seiten und zu Anfang drehte es sich viel um das Reinfinden in die Welt und das Aufbauen der Beziehung zwischen Valla und Prinz Alderik. Aber auch das beides fand ich der Länge der Buchreihe angemessen. Das nächste Hörbuch, was ich beendet habe, war Skandor von Ursula Poznanski. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag mit einer Laufzeit von 12 Stunden 21 Minuten und ganz frisch erschienen 2024. Gelesen wurde es mal wieder von Jens Wawritschek, der hat 241 Ergebnisse auf Audible und er ist einfach die Stimme für Poznanskis Jugendromane für mich und liest natürlich großartig. Es hat mir einfach richtig viel Spaß gemacht. Philipp und Tessa sind Teil eines streng geheimen Wettbewerbs, bei dem 5 Millionen Euro Gewinn winken. 100 Menschen werden mit einem neuartigen Lügendetektor, der unfehlbar sein soll, ausgestattet und dürfen nicht lügen, bis sie gewonnen haben. Scheitern sie, müssen sie sich als Wetteinsatz ihrer schlimmsten Angst stellen. Eigentlich sollten sie Gegner sein, lernen sich im Laufe des Wettbewerbs aber kennen und finden sich mehr als sympathisch. Doch nur einer kann gewinnen und einige Teilnehmer setzen so einiges daran, ihre Konkurrenz rauszuwerfen. Ich fand das Konzept richtig gut. Es gab natürlich Regeln, die den Teilnehmern das Leben schwer gemacht haben. Zum Beispiel mussten sie auf alle Fragen antworten, durften nur 3-mal am Tag Gegenfragen stellen und wenn Skando gemerkt hat, dass man anderen Personen aus dem Weg geht, greift er mit Challenges ein. Ich habe an 2 Stellen
besonders viel Spaß an der Kreativität bei Poznanski gespürt. Die Decknamen aller 100 Teilnehmer wurden nach und nach genannt und wir Leser wurden auch in einigen eingestreuten Szenen mitgenommen, welche Lüge jetzt dazu geführt hat, dass die Leute ausscheiden. Gar nicht so einfach, immer die Wahrheit zu sagen. Sehr amüsant fand ich auch, wie Tessas Job im Service Call Center ihr alles abverlangt, weil sie nicht gefeuert werden möchte. Die Geschichte ging auch noch ein wenig über den Wettbewerb hinaus, was ich gut fand, aber auch nicht unbedingt gebraucht habe. Hat halt einen Aspekt zum Miträtseln reingebracht. Ich fand's echt rund. Von mir 4 Sterne. Ich wollte gern weiterhin auf der romantischen Schiene bleiben, während meine Hörbücher eher fantastisch oder spannend waren und hatte von einer Reihe schon sehr viel Gutes gehört, und zwar der Redwood Love-Reihe von Kelly Moran. Da habe ich begonnen mit dem ersten Band. Es beginnt mit einem Blick. Der ist bei Rowohlt Polaris erschienen. Ich habe aber die Chest of Fandoms Ausgabe mit 365 Seiten aus dem Jahr 2018. Avery zieht mit ihrer kleinen autistischen Tochter Hayley nach einer toxischen Beziehung und nervenaufreibenden Scheidung zu ihrer Mutter, die seit einigen Jahren in dem kleinen verschlafenen Städtchen Redwood in Oregon sehr glücklich ist. Schon am ersten Abend findet Hayley einen Hundewelpen, der in eine Bärenfalle getappt ist, und Avery bringt das Tier zu Dr. Kate O'Grady, einem der 3 hübschen ledigen Tierärzte in der Stadt, um die sich die Reihe dreht. Obwohl er erst sehr abweisend zu Avery ist, gehen sie sich doch gegenseitig unter die Haut. Doch ist der junge Kate, der bisher immer nur Spaß wollte, bereit für eine ernsthafte Beziehung inklusive Kind? Und kann Avery sich nach dem Epic Fail ihrer Ehe auf eine neue ernsthafte Beziehung einlassen? Es hat wirklich tolle Kleinstadt- und Found-Family-Vibes versprüht, mit einer wahren Entourage an Nebencharakteren, die schrullig liebenswürdig waren. Hat mir echt gut gefallen. Außerdem spielt es im Winter und ist nicht nur deshalb so richtig schön cozy. Dazu beigetragen hat auch, dass sich die Leute umeinander kümmern und Avery beispielsweise direkt anfangen kann, in Kates Praxis die Organisation zu übernehmen, da ihre Tochter in Schule und Nachmittagsbetreuung beides auf ihre Bedürfnisse angepasst gehen konnte. Das war auch so mein Kritikpunkt tatsächlich, so ein kleiner. Ich fand das ehrlich gesagt zwar schön, aber bei einem 1500-Seelen-Städtchen auch irgendwie sehr unrealistisch. Darüber hinaus habe ich aber kaum Kritikpunkte und fand es einfach richtig süß und heimelig zu lesen, mit offener Tür. 4 Sterne. Was ich im Piratensommer nicht mehr geschafft habe, war The Isle of the Gods von Amy Kaufman, was eigentlich im S. Fischer Sauerländer Verlag, beziehungsweise ich habe die Chest of Fandoms Ausgabe, erschienen ist. 480 Seiten aus dem Jahr 2023. Ich habe es aber über die Bücherei als Hörbuch ausgeliehen, und zwar von Argon mit einer Laufzeit von 14 Stunden 28 Minuten aus dem Jahr 2024. Und was besonders ist an dem Buch, ist, dass es gelesen wurde mit verteilten Rollen von einigen meiner liebsten Sprecherinnen und Sprecher, nämlich Christiane Marx, Vera Telz, Tim Gößler, Marian Funk, Julian Mene und Timo Weißschnur. Die haben 281, 304, 190, 87, 118 und 96 Ergebnisse. Sie haben alle ganz toll gesprochen. Es gab kleine Abzüge in der B-Note dafür, dass nicht alle den Namen des Protagonisten Leander gleich ausgesprochen haben. Vera Telz fand ich auch ein wenig zu alt klingend für die jugendlichen Charaktere, die hier ausschließlich am Start waren. Aber ich fand es echt cool, dass es mit verteilten Rollen gesprochen wurde. Ist also Jammern auf hohem Niveau. Eine Fantasy-Welt am Rande des Krieges. Prinz Leander, der mächtigste Magier seiner Zeit, sonst aber ein unzuverlässiger Lebemann, sollte schon vor einem Jahr zum traditionellen Opferritual der Göttin seines Reiches Eleanor aufbrechen, war aber zu beschäftigt, sein Leben zu genießen. Aus Sicherheitsgründen chartert er ein Handelsschiff, auf dem auch Sally dient, die von klein auf segelt und Salz im Blut hat. Die wollte eigentlich aus Unzufriedenheit über ihre Kapitänin zu ihrem Vater auf ein anderes Schiff fliehen und ist nun auf der königlichen Mission gefangen. Die Vorsichtsmaßnahmen waren aber ganz und gar nicht unbegründet, denn Laskia und Jude aus dem verfeindeten Reich Malacea richten ein wahres Blutbad unter der königlichen Flotte und allen Handelsschiffen an, die sich der Insel der Götter nähern, wo das Ritual abzuhalten ist. Sie wollen ihren schlafenden Gott wecken, der von Eleanors Göttin unter Kontrolle gehalten wird, und sie sind dafür bereit, alles zu tun. Ein Wettlauf um das Schicksal ihrer Welt steht den Jugendlichen bevor. Und es war echt spannend. Ein komplexes, aber gut erklärtes Magie- und Religionssystem, vielschichtige Charaktere, wenn sie mich auch ein wenig an die Charaktere aus dem Aurora-Zyklus derselben Autorin mit Jack Christoph erinnert haben, und ein mieser Cliffhanger am Ende haben mich überzeugt, die Reihe weiterlesen zu wollen. Eine leise Liebesgeschichte war auch enthalten und ich konnte mit Sally und Leander sehr gut mitfiebern. Auch die Antagonistenseite wurde beleuchtet und aufgezeigt, warum Jude und Laskia so handeln, wie sie es tun. Die Charaktere machen auch eine Entwicklung durch und keiner ist so, wie es von außen scheint. In sich sehr rund. Von mir 4 Sterne. Und das letzte Buch, was ich diesen Monat beenden konnte, war Es beginnt mit einem Kuss aus der Redwood Love-Reihe von Kelly Moran. Das heißt, ich habe Band 2 direkt angeschlossen. Auch das steht bei mir im Regal als Rowohlt Polaris Edition bzw. Chest of Fandoms Ausgabe mit 351 Seiten aus dem Jahr 2018. Es ist süße, solide, zeitgenössische Romantik mit Found Family und in diesem Fall Friends to Lovers und einer großen Menge Misskommunikation, wovon ich nicht so der Fan bin. Was ich außerdem lieber gesehen hätte, dass Flynn, der Bruder, der dieses Mal im Vordergrund steht, auch ein Mädel außerhalb seiner Clique findet, wie sein jüngerer Bruder in Band 1. Da ich schon im ersten Band Vibes zwischen dem ältesten Bruder und auch noch einer anderen Freundin aus dieser Found-Family-Runde gespürt habe. Das heißt, ich hoffe, dass Band 3 sich entsprechend möglichst weit von diesem hier unterscheidet und nicht das gleiche in grün ist.
Flynn ist schon ewig mit Gabby befreundet, mit der er mittlerweile auch die Hausbesuche macht, bei denen sie ihm assistiert. Ohne sie kann er sich sein Leben nicht mehr vorstellen. Also auf einmal beide spüren, dass da noch mehr sein könnte zwischen ihnen. Beide haben aber riesengroße Angst, alles zwischen sich zu zerstören, falls es doch nicht als Liebespaar klappt. Und deshalb verbauen sie sich ständig ihre Chance aufs große Liebesglück. Wird es ihnen trotzdem gelingen, aus der Friendzone rauszukommen und eine Liebe funktionieren zu lassen? An sich war es auch gut. Dafür, dass beide bisher eigentlich immer gut miteinander kommuniziert haben, war es mir aber ein bisschen zu viel Misskommunikation und dadurch verletzte Gefühle. Es war nervig, wie sie sich im Weg gestanden haben. Zudem gab es nachher auf den letzten 20, 30 Seiten einen total aufgebauschten Konflikt, der ganz kurzfristig nur gelöst wurde. Also eigentlich wurde er gar nicht richtig gelöst, sondern es wurde so ein bisschen mit einer großen Geste drüber gepinselt und das fand ich auch sehr, sehr schwach. Was mir außerdem an der Autorin auffällt, es gibt bisher bei den beiden gelesenen Bänden wahnsinnig viele, ja, so Vorspielmomente, die aber unterbrochen werden. Dadurch ist das ganze Buch mit spicy Szenen gespickt, aber es dauert frustrierend lange, bis es dann wirklich zur Sache geht. Also für dieses Buch gibt es von mir 3 Sterne. Es war ein sehr erfolgreicher Lesemonat. Ich habe insgesamt 5097 Seiten oder Minuten gehört und gelesen. Ich habe 12 Titel gelesen, 4 Bücher, 8 Hörbücher und keine E-Books. Und ich habe bei den Lesevorhaben 2 Titel aus der 12-4-2024 Liste gelesen, nämlich Stalking Jack the Ripper von Carrie Maniscalco und Spanish Love Deception von Elena Armas und habe damit alle erlesen. Das heißt, die nächsten paar Monate, 2 Monate, 3 Monate, wird da nicht weiter was kommen, weil es ist schon fertig. Dafür habe ich keine Reihen weitergelesen, die ursprünglich mal auf meinem Plan waren und ich habe auch keinen Titel von den Subsenioren erlöst. Wie hoch ist mein Stapel ungelesener Bücher? Bei den Büchern habe ich 145 ungelesene Bücher. Das sind insgesamt -5, die ich abbauen konnte. Ich habe nämlich insgesamt -7 gelesen quasi. 4 habe ich auch wirklich haptisch gelesen und 3 als Hörbuch erlöst. Nämlich Stalking Jack the Ripper, Air Awoken von Edith Kova, The Isle of the Gods von Amy Kaufman. Aber eingezogen sind 2 und zwar aus der Bücherbüchse Fable, der Gesang des Wassers von Adrienne Young und Skyhunter von Mary Lou. Außerdem habe ich 65 ungehörte Hörbücher. Das ist insgesamt 1 weniger als im Vormonat. Ich habe nämlich 8 gehört, aber habe auch 6 aus der Bücherei temporär ausgeliehen und ich habe ein Rezensionsexemplar hinzubekommen, nämlich Skandor von Ursula Poznanski. Und bei den 6, die aus der Bücherei ausgeliehen wurden, waren 3 vom Buchsub, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, Stalking Jack the Ripper, Air Awoken und The Isle of the Gods. Und 3 vom Wunschzettel, die ich dann direkt weggehört habe, nämlich Let's Be Free von Nicole Böhm und Annabelle Steel, All the Tides of Faith von Adeline Grace und Rosenkohl und Tote Biete von Mona Nicolai. Und bei den E-Books sind es 92 geblieben, plus minus 0. Insgesamt habe ich somit 302 ungelesene Bücher und Hörbücher. Das sind insgesamt -6 Titel. Im Oktober wird das alles ganz, ganz anders aussehen, da ja Frankfurter Buchmesse ist, da etliche Neuerscheinungen natürlich im Oktober rauskommen und auch einige, die eigentlich im September hätten ankommen sollen, nicht gekommen sind. Dementsprechend rechne ich mit einem ordentlichen Zuwachs auf dem Sub und hoffe, ich kann irgendwie dagegen anlesen. Aber das werdet ihr und ich auch erst in einem Monat herausfinden. Drückt mir die Daumen. Wir hören uns dann im nächsten Monat. Ich berichte. Macht's gut. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.